Wenn du 100 werden willst, musst du unbedingt die folgende Miniserie sehen. Auf jeden Fall hat mein Freund im Nachhinein sein Ernährungskonzept völlig umgestellt. Hier der Trailer zum Thema. What's the best? Welchen Tee sollte man täglich trinken? Wein. Ich mag sie. Ich habe festgestellt, dass vieles, von dem wir denken, dass es zu einem langen, gesunden Leben führt, Irrglaube ist. Was wäre, wenn wir Langlebigkeit generieren könnten? Mit diesem Thema habe ich mich die letzten 20 Jahre beschäftigt. Darf ich? Aber statt in Petrischalen nach Antworten zu suchen, bin ich an 5 Orte auf dieser Welt gereist, wo es mehr Hundertjährige als sonst irgendwo gibt. Wie schafft man es, so lange zu leben? Man braucht Gemeinschaft. Wer depressiv ist, lebt nicht lange. Die Steigung spielt eine große Rolle. Schon beim normalen Gehen verbraucht man zusätzliche Energie. Wollen wir schlafen oder der Menschheit dienen? Es gibt dort mehr Hundertjährige als sonst irgendwo. Ihre Geheimnisse könnten jedem von uns helfen, aus seinem Körper die bestmöglichen Jahre herauszuholen. Darin liegt das Versprechen der blauen Zonen. Und noch was. Ich muss euch ja nicht sagen, dass die Ernährung einer der zentralsten Punkte des Lebens darstellt. Alles Gute und bis bald, eure Emily.